Um Korruptionsfälle und Lobbyverfehlungen, sehr geehrte Damen und Herren, geht es in unserer Online-Veranstaltung heute, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Udo Hahn, ich leite die Evangelische Akademie Tutzing und freue mich über Ihr Interesse an diesem Thema, an diesem Gespräch. Korruptionsfälle und Lobbyverfehlungen, mit denen die CDU-CSU sich gerade beschäftigt. Stichworte sind der Maskenskandal und die Aserbaidschan-Connection. Sie standen im Mittelpunkt der letzten Ausgabe der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt vom 4. Mai. Diese Sendung ist der Anlass, dass wir das Thema heute beraten und besprechen. Und wir tun dies, diese Nachlese geschieht immer mit Dr. Dietrich Kraus. Er ist einer der Autoren der Anstalt. Er ist Journalist und Kabarettist. Er schreibt auch für die Heute-Show und er ist uns auch heute wieder zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Kraus. Hallo. Die Themen der Anstalt vertiefen wir immer mit einem zweiten Gast, dessen Expertise wichtig ist, um den Bogen dann auch noch weiter zu spannen. Und heute ist dies die Politikwissenschaftlerin Dr. Anna-Maja Mertens. Sie ist seit 2014 Geschäftsführerin von Transparency International Deutschland e.V. Davor leitete sie das Finnland-Institut in Deutschland. Dieses Institut hat die Aufgabe, den deutsch-finnischen Dialog in den Bereichen Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft zu gestalten und zu vertiefen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind, Frau Dr. Mertens. Herzlichen Dank, schön hier zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich in unser Gespräch, in unsere Dreierrunde mit einbringen. Durch Ihre Fragen und Anmerkungen nutzen Sie dazu bitte die Chatfunktion. Ich habe diese vor mir auf meinem Rechner und auch Frau Mertens und Herr Kraus können den Chat mit verfolgen, sodass wir im Bilde sind, was Sie beschäftigt und wir dann Ihre Themen auch aufgreifen. Ja, wir wollen zunächst mal auf die letzte Sendung der Anstalt ganz allgemein zurückschauen. Die erste Frage an Sie, Herr Dr. Kraus, ist immer, was hat die Sendung ausgelöst? Wie kam sie im Publikum an? Was gab es für Reaktionen? Ja, es gab sehr, sehr viele Reaktionen diesmal. War auch so ein bisschen klar, es war sehr fokussiert auf jetzt so im Vorwahlkampf oder am Beginn des Wahlkampfes auf diese Affären mit der CDU. Und von daher war das jetzt ein Thema, das jetzt nicht wie sonst manchmal vielleicht ein bisschen spezieller oder unbekannt ist, sondern es ging diesmal so mitten rein ins bisschen ins Tagesgeschehen und hat einfach versucht, das ein bisschen noch zu vertiefen und gab sehr, sehr viel positive, aber gut, das ist immer unser Ausschnitt, den wir kriegen. Auf Twitter verfolge ich das halt. Das ist natürlich eine Vorauslese von dem Publikum, aber da gab es sehr mehr Reaktionen, habe ich den Eindruck, als sonst. Weil eben viele, sehr oft so der Effekt unserer Sendung, wenn man das dann nochmal geballt sieht, ist das oft nochmal eine andere Wirkung, als wenn man diese Affären, die dann so kurz aufpoppen und dann wieder weg sind, so vereinzelt quasi wahrnimmt, wie uns es ja auch ging, zum Beispiel mit dem Aserbaidschan. Aber wenn man sich da mal da noch vertieft damit beschäftigt und das alles so geballt kommt, hat es natürlich noch eine andere Wirkung. Frau Mertens, Sie haben sich die Sendung angeguckt, ohne dass wir jetzt auf einzelne Details schon schauen. Was ist Ihr Resümee? Ja, mir hat die Sendung natürlich sehr gut gefallen, auch die Nebenthemen und Akteure, ob das Herr Oettinger war oder wer auch immer. Also sehr, sehr amüsant. Aber für unsere Organisation ist es natürlich auch wichtig, dass die Themen auf die Tagesordnung kommen. Und wir haben jetzt aktuell so eine Art doppelte Gelegenheitsfenster. Einerseits haben wir Skandale, auf der anderen Seite Wahlen. Und das ist ein optimales Betätigungsfeld für uns, weil wir immer strukturelle Veränderungen versuchen zu bewirken. Und das ist sehr mühselig, schwierig. Und die Bedingungen müssen optimal sein. Und solche Sendungen wie die Anstalt befördern das natürlich und machen deutlich, warum hier relativ hohen Handlungsdruck haben aktuell. Transparency International Deutschland, können Sie uns den Verein bitte kurz vorstellen? Warum ist er gegründet worden und was sind seine Aufgaben und Ziele?
Ja, Transparency International wurde von einem Deutschen, 93, Peter Eigen, gegründet. Und weil er zufälligerweise Deutscher war, hat er auch das deutsche Chapter im gleichen Jahr gegründet. Inzwischen sind wir in 110 Ländern aktiv und versuchen tatsächlich, Korruption strukturell zu bekämpfen. Das heißt, die Regeln der Gesellschaft, Gesetzgebung, Strafverfolgung, diese Sachen so zu ändern, dass Korruption sich weniger lohnt, weil man schneller geschnappt wird oder die Strafen eher angemessen sind oder einfach durch Transparenz so viel zutage kommt, dass man da etwas ändern kann. Er hatte das selber in Entwicklungspolitik gesehen, hat gesehen, es macht keinen Sinn, Entwicklungspolitik zu betreiben, um Gelder von A nach B zu schicken, wenn das eh nie ankommt, dort, wo es ankommen sollte, sondern tatsächlich eher sogar Korruption vor Ort fördert. Und das ist nach wie vor unser Anliegen, dass die Wichtigkeit der Korruptionsbekämpfung auf die Tagesordnung zu setzen. Und wir schauen heute Abend auf die Situation in Deutschland und natürlich auch im weltweiten Maßstab. Das wird uns auch noch beschäftigen. Herr Kraus, diesmal stand für Klaus von Wagner und Max Uthoff eine Challenge im Vordergrund, nämlich alle Affären der Union in 45 Minuten auf eine Tafel zu bringen. Und es war natürlich schon ein Gag für sich, dass die Tafel diesmal noch größer war als sonst und am Ende auch gut bestückt war, ohne dass tatsächlich alle Stichworte dort Platz gefunden hätten. Ich erzähle jetzt keine Geheimnisse. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich die Sendung angeguckt und falls sie es noch nicht gemacht haben, sie finden sie in der ZDF-Mediathek. Wir haben schon zwei Stichworte vorhin gehabt, einmal den Maskenskandal und einmal die Aserbaidschan-Connection. Ich möchte tatsächlich gerne über beide Fälle auch hier sprechen. Lassen Sie uns mit dem Maskenskandal einsteigen und damit wir so eine allgemeine Grundlage für die Zuschauerinnen und Zuschauer und für uns auch haben. Was ist da augenblicklich der Sachstand? Was ist der Kern des Skandals? Herr Kraus, wenn Sie uns bitte ins Bild setzen. Ja, also das ging ja jetzt so im März, immer je nach Stand der Ermittlungen durch die Presse, dass eben diverse Abgeordnete von CDU, CSU, sei es Bayerischer Landtag oder eben Bundestagsabgeordnete, gegen Zahlung von Provision ihre quasi politischen Kontakte genutzt haben in die Ministerien, alles, also es war, glaube ich, Gesundheitsministerium, Bundesgesundheitsministerium, Bundesinnenministerium, dann Bayerisches Gesundheitsministerium und Ministerium für Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern oder auf Landkreisebene, das war im Fall von dem, glaube ich, Hauptmann der Fall, wurden quasi einfach die politischen Kontakte genutzt, um Maskendeals quasi einzufädeln und dann entweder von diesen Firmen oder auf Umwegen, das teilweise sind die Wege noch gar nicht ganz geklärt, vor allem in dieser Causa Nüßlein und Sauter, der ehemalige bayerische Justizminister und ehemalige Fraktionsvorstand Nüßlein im Bundestag, die haben zusammen das irgendwie eingefädelt und da sind die Geldwege auch noch nicht ganz geklärt. Es ging über irgendein Luxemburger Konto oder Liechtensteiner Konto und ja, das war im Groben, dass einfach quasi in der Notlage Masken vermittelt an die Ministerien und dafür hintenrum Summen kassiert von bis zu 1,2 Millionen oder sogar 11 Millionen steht auch manchmal nach Stand der Ermittlungen. Alles noch nicht zu Ende geklärt. Der Skandal scheint ja noch größer zu sein, jedenfalls wenn ich die Nachrichten lese. Da ist also, dass er eine größere Dimension hat, denn es ist jetzt von Provisionszahlungen in einem Fall die Rede zwischen 30 und womöglich 50 Millionen Euro. Im Mittelpunkt steht Andrea Tandler. Und das führt sozusagen vom Namen her auch in das Umfeld der CSU. Ihr Vater war Generalsekretär der CSU in den 70er Jahren. Haben wir es bei dem Thema mit noch größeren Verwerfungen zu tun, die möglicherweise auch über einzelne Parteien noch hinausgehen? Wir werden heute sicher auch über andere Parteien noch sprechen und im Zusammenhang
ob es sich um Einzelfälle hier oder ein Parteienproblem handelt, aber beim Thema Maskenskandal scheint es noch größer zu sein. Das kam jetzt nach Ihrer Sendung. Wir hatten tatsächlich die Frau Tandler auch schon als Kleber vorbereitet, haben uns aber dann entschieden, sie doch nicht zu nehmen, weil sie ist ja eigentlich wirklich nur über ihren Vater, sage ich mal, verknüpft mit der CSU. Von daher, also wir haben schon gewisse Fairness-Kriterien da an den Tag gelegt. Die gehört zwar so, würde ich sagen, zum Dunstkreis, aber das ist jetzt ja, erstmal hat es nichts mit der Union zu tun, sondern das sind dann vielleicht familiäre Kontakte. Deswegen, das war zu dem Zeitpunkt, als wir aufgezeichnet haben, noch nicht so weit spruchreif, aber da gab es schon, es gab schon den Fakt, es war noch keine Zahl im Umlauf, wie viel sie kassiert hat, aber wir haben uns damals entschieden, sie eben nicht mit reinzunehmen, weil sie kein Amt hat, auch bei der Union und quasi nur bei ihrem Vater. Also das möchte ich auch im Zusammenhang unserer Debatte sagen, dass uns an der größtmöglichen Differenzierung gelegen ist und dass wir alles entsprechend sortieren wollen und eben nicht in einen Topf werfen wollen. Frau Mertens, bleiben wir mal beim Maskenskandal und sozusagen dem, was Herr Kraus gerade beschrieben hat, dass Abgeordnete hier Geld verdient haben. Wie schätzen Sie denn das ein, so eine erste Einschätzung von Ihnen? Haben wir es hier mit einem Einzelfall zu tun oder ist das ein strukturelles Problem, das bei anderen Themen womöglich auch zutage treten würde, wenn man das tiefergehend recherchierte? Ja, das sind mehr als nur Einzelfälle, aber es ist, glaube ich, kein strukturelles Problem von einer Partei. Also die Lösung kann vielleicht ein Stück weit strukturell sein, wenn wir die Regeln und die Überwachung der Regeln besser hinbekommen. Ich glaube, das große Problem und was uns alle erstmal sozusagen auch wirklich wachgerüttelt hat durch diesen Skandal, ist, dass bezahlte Lobbytätigkeiten von Abgeordneten bisher legal waren. So, man konnte einfach zwei Felder quasi zweimal gleichzeitig spielen und dadurch, dass man nur stufenweise die Nebentätigkeiten, also zusätzliche Einkommen zum Mandatstätigkeiten angeben musste, war es auch nicht ganz klar, wie viel man Geld bekommt. Auch die höchste Stufe, die Stufe 10, war ab 250.000 im Jahr und alles darüber hinaus. Und dass man tatsächlich das gleichzeitig sein kann, das ist sowas, wo wir alle erschrocken waren. Das, glaube ich, müssen wir alles ändern. Aber auch, glaube ich, was tatsächlich hier auch der Fall ist, das ist ein Kulturproblem. Ich meine, das ist schwierig zu vermitteln, dass einzelne Abgeordnete irgendwie davon ausgehen, dass es in Ordnung ist. Und deswegen führt das zu unserem Vertrauensproblem, weil es ist tatsächlich nur ein Drittel der Abgeordneten im Bundestag haben überhaupt Nebentätigkeiten. Und dann von diesem Drittel haben ganz viele wirklich einen ganz kleinen Bereich. Man kann ja auch dozieren, also ein Dozentendasein in der Hochschule führen und ein paar hundert oder tausend Euro dafür bekommen. Aber diese einzelnen Fälle haben es in sich und schaffen tatsächlich den Ruf der ganzen gesamten Politik zu zerstören. Und das muss uns alarmieren. Und da müssen wir ganz stark dagegen vorgehen. Sie haben gerade schon gesagt, es ist legal, legitim, so wird man, wenn man diesen Begriff dagegen setzt oder daneben setzt, wird man sagen, ist es nicht. Und Sie haben auch schon die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft angesprochen. Herr Kraus, was haben Sie im Zusammenhang der Sendung oder der Debatte auch wahrgenommen? Zu welchen Verwerfungen in unserer Gesellschaft kann so etwas führen, wenn etwas legal ist, aber man aus Legitimitätsgründen doch sagen muss, das geht auf keinen Fall. Der Gesetzgeber, darüber werden wir auch noch sprechen, wird da wohl nachschärfen. Aber ist das Vertrauen mal verloren, dann wissen wir ja alle, wieder Vertrauen wieder gut zu machen. Das ist ein ganz langer Prozess. Ja, es ist einfach bei einem großen Teil der Abgeordneten, oder sag mal die Fälle, mit denen wir uns beschäftigt haben, das ist ja auch immer, sag mal, unter humoristischen Gesichtspunkten lustig zu sehen, wie dieses Verhalten gerechtfertigt wird. Und daraus spricht eben ein ganz anderes Selbstverständnis des Abgeordneten-Daseins, als es vielleicht in der Bevölkerung da ist. Da wird eben eine sehr hohe Wertschätzung oder erfährt dort die Freiheit des Mandats. Das wird aber dann oft so interpretiert, dass man sagt, ja,
Freiheit des Mandats heißt erstmal, dass ich in meiner Berufsausübung nicht eingeschränkt bin, also in meiner Berufsausübung neben dem Mandat. Und dann wird immer wieder hervorgehoben, es wäre ja gut, wenn man nicht abhängig wäre von der Politik, und quasi je höher die Einkommen neben der Politik sind, umso größer die Unabhängigkeit in der Politik. Und das ist natürlich, also weil, wenn man da zweimal drüber nachdenkt, schon ein sehr schräges Verhältnis zu seiner, sagen wir mal, vom Steuerzahler finanzierten Tätigkeit, wenn ich jetzt sagen würde, also ich bin nur wirklich gut beim ZDF, wenn ich nebenher noch quasi irgendwo einen Job habe, der mir wirklich meine Unabhängigkeit vom ZDF sichert. Also ich meine, wo kommt man da hin? Das kann nicht die Lösung sein, quasi die Freiheit des Abgeordneten dadurch, soll ja genau durch diese Abgeordnetenentschädigung hergestellt werden. Jetzt ist aber da eine Mentalität da, die sagt, nee, ich brauche quasi ein Einkommen neben dem Abgeordnetenentschädigung, um wiederum nicht unabhängig in meinem Mandat zu sein, sondern unabhängig von meinem Mandat. Also da ist, glaube ich, dringend mal eine Debatte notwendig über den Status des Abgeordneten, über das Selbstverständnis. Und das klafft da, glaube ich, da gibt es eine sehr große Kluft zwischen dem, wie die Bevölkerung das vielleicht wahrnimmt und dem, wie es ein Teil der Abgeordneten wahrnimmt. Ich sehe im Chat eine Frage, nämlich der Name Peter Gauweiler tauchte bei Ihnen nicht auf. Vielleicht hatten Sie ihn auch auf der Liste und ihn herausgenommen, weil mit dem Maskenskandal nicht in Verbindung steht, sondern einer der Abgeordneten aus der Union ist, der als Bundestagsabgeordneter über erhebliche Nebeneinkünfte verfügte, weil er seine Anwaltstätigkeit auch in Fällen ausübte, die Streitsummen hatten, die dann zu entsprechenden Zahlungen auch führten. Peter Gauweiler, Er ist uns wirklich so ein bisschen durchgerutscht, wie Sie sagen, weil er einfach zu keinem dieser Komplexe jetzt so passt und er eben auch nicht mehr aktuell im Bundestag drin ist. Ist aber natürlich auch so einer der Fälle, die dann im Grunde, sagen wir so, Egersdörfer wäre wahrscheinlich in der Aufzählung am Schluss noch bis zu Gauweiler gekommen, wenn ihm nicht die Zeit ausgegangen ist. Ja, gleich noch eine Rückfrage an Sie, Frau Mertens. Haben wir das alle richtig verstanden, dass nur ein Drittel der Abgeordneten tatsächlich einer Nebentätigkeit nachgehen? Gibt es darüber genauere Quellen? Also woher nehmen Sie diese Zahl? So fragt eine Teilnehmerin im Chat. Ja. Ja, das ist öffentliches Wissen, wobei man kann Transparenz herstellen, ohne tatsächlich Transparenz zu erreichen. Man kann etwas auf der Webseite veröffentlichen. Derzeit ist es allerdings so, dass man tatsächlich zu den einzelnen Webseiten von jedem einzelnen Bundestagsabgeordneten gehen muss, um zu schauen, ob diese Person Nebentätigkeiten hat. Die sind nirgendwo zusammengefasst. Und so geht man zu 710 Seiten. Und das fand ich ganz interessant, was Herr Kraus gerade sagte, wie die Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung ist. In der Tat, wenn wir auch mit Abgeordneten über das Thema Transparenz sprechen, wir haben einmal Ende 2016, anlässlich des Internationalen Antikorruptionstages, eine Studie gemacht, und wir haben uns ein bisschen belächelt, haben gedacht, ist das denn ausreichend? Wir haben die ganzen Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten in einer Liste zusammengefasst und daneben sozusagen ihre Tätigkeiten in Ausschüssen nochmal dargelegt. Und gerade dann solche, wenn es nicht nur um Mitgliedschaft im Ausschuss ging, sondern Obmann, Obfrau, Berichterstatter und so weiter und so fort. Wir haben das gar nicht kommentiert, sondern einfach das zusammengefasst auf einer Webseite. Und wir haben einen wahnsinnigen Shitstorm bekommen darauf, was für eine Unterstellung das ist. Und was war tatsächlich nur, wir haben keinen einzigen Satz hinzugefügt. Und eine Person, namentlich in der Sendung erwähnt, hat uns auch zu sich zitiert, also wirklich stürmisch, und sagte, er wird das auf sich nicht sitzen lassen. Ich mit meiner Vorsitzenden dahin, irre nervös geworden, mich vorbereitet und habe gedacht, ob wir was übersehen haben. Und nein, tatsächlich, das Einzige, was er uns sagte, er sagte, das ist so, weil es geht keinem was an. Das ist sein Argument. Das geht keinem was an, was er darüber hinaus macht. Und das ist doch schwierig zu begreifen und schwierig auch anzunehmen. Aber in der Tat, also Sie finden alles im Internet wahnsinnig umständlich. Und den Sinn sehe ich überhaupt nicht. Und es müsste eigentlich maschinenlesbar sein, vergleichbar, gerne im internationalen Vergleich. Und dann kommen wir ein Stück weit näher zu. Herr Kraus. Das kann ich nur bestätigen. Also wir haben versucht, also es gibt ja eben diese Portale wie Abgeordnetenwatch, die das dann einmal im Jahr addieren.
Wir wollten aber quasi die aktuellen Zahlen. Und dann habe ich die arme Faktencheckerin einfach mal gebeten, diesen Höchstverdiener, den Steuerberater Herr Brehm, dessen Einkünfte mal zu addieren. Also das ist wirklich eine Tagesarbeit, weil Sie müssen sich vorstellen, da steht immer nur Mandant 1, Stufe 3, Mandant 2, Stufe 4. Das ist ein 10-seitiges PDF, eng bedruckt mit den einzelnen Angaben. Und diese Stufen heißen ja immer nur, das geht von 1.500 bis 5.000 oder von 5.000 bis 10.000. Das heißt, das ist auch da ist eine riesen Range drin. Deswegen, also das hat uns wirklich fast einen Tag gekostet, um quasi die aktuellen Nebeneinkünfte dieses Abgeordneten zu erheben, die dann wirklich von 3 bis 7, noch was Millionen reichen. Also da, man weiß nicht mal, 2, 3, 4 Millionen hin oder her ist offenbar nicht so viel, dass man das nicht genau erfahren darf. Also total verrückt, total umständlich und so gemacht, dass man eben keinen schnellen Eindruck kriegt, wie viel Geld da bei zugegebenermaßen manchen Abgeordneten, hervorstechenden Abgeordneten fließt nebenher. Und was ich eben auch sehr spannend fand, genau zu dem Thema, weil ich hier auch im Chat lese, das sind oft Fälle, die werden überhaupt nicht skandalisiert. Aber zum Beispiel, wenn der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, ein Herr Henke von der CDU, gleichzeitig quasi zwei bezahlte Ämter innehat bei der Ärztekammer oder beim Marburger Bund, wo man sich denkt, na, das sind doch schon, ja, Lobby ist so ein böses Wort, aber das sind die Interessenvertretungen der Ärzte. Gleichzeitig ist dieser Mann Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Es gab da auch schon Beschwerden von anderen quasi Playern im Gesundheitswesen, die sagten, der Mann, die Ärzteschaft ist dadurch immer im Vorsprung, weiß immer genauer Bescheid, was läuft. Dass sowas möglich ist, ist, glaube ich, dem Großteil der Bevölkerung nicht klar. Dass da Leute noch ein Mehrfaches dessen verdienen auf demselben Feld, wie, wo sie politisch auch tätig sind. Ganz genau dasselbe Feld. Und dass das bisher so, da würden mal die Summen skandalisiert, aber was das auch inhaltlich heißt, also da wäre schon mal so ein bisschen eine Grundsatzdebatte, finde ich, notwendig über das Verständnis von Mandat und politischer Tätigkeit. Wir können ja diese Debatte hier bei uns führen und ich würde mal sagen, das ist so ein Anlass für eine erste Zwischenbilanz unseres Gesprächs, wenn man das aufgreift von Ihnen, Herr Kraus, die Frage, die sich daraus dann ableitet, ist, welche Möglichkeiten bestehen denn, solche Konflikte zu vermeiden? Frau Mertens, können Sie uns da weiterhelfen? Ist das ein rein rechtliches Problem? Ist das ein strukturelles Problem? Womit hängt es zusammen? Ja, erstmal kann man das, glaube ich, anfangen, rechtlich strukturell zu lösen. Also es gibt ja Verbesserungen, sind auf dem Weg. Dann sollen die Nebentätigkeiten ab einer Schwelle von 3.000 Euro im Jahr auf Heller und Pfennig, wie wir sagen, veröffentlicht werden. Noch hilfreicher wäre es aus unserer Sicht, wenn man den Umfang der Arbeit nochmal darstellen kann. Weil es geht ja darum, dass klar sein muss, dass die Mandatstätigkeit sozusagen die Haupttätigkeit im Mittelpunkt der Tätigkeiten ist. Und nicht, dass der Eindruck entsteht, dass man dadurch quasi ein Vehikel hat, eben diese 8 weiteren Nebentätigkeiten zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch tatsächlich die ganz genaue Darlegung. Ich glaube auch, dass wir in Ausschusssitzungen eine Berichtspflicht brauchen. Wir brauchen eine Offenlegungspflicht kurz vor den Abstimmungen, wenn man eben diesen Interessenkonflikt hat. Und das ist ein ganz klarer Interessenkonflikt. Wenn man im Ausschuss sitzt für das deutsche Volk, soll man im Namen und Interessen des deutschen Volkes entscheiden. Und doch hat man auch andere Interessenten, denen man bedient. Und das sind ganz konkrete Sachen, womit man einfach das mal weiterschauen sollte. Eine Frage aus dem Chat, gibt es eigentlich Vorschriften, Reglementierungen, wie viele nebenamtliche Tätigkeiten ein Abgeordneter gleichzeitig zu seinem Mandat noch ausüben darf? Und vor allem, das schließt jetzt an unsere Debatte gerade an, in welchen Fachausschüssen er sie angesichts solcher privatwirtschaftlichen Engagements dann auch vertreten sein kann? Ja, nee, eben. Nein. Ja, das war eben auch das Erstaunliche. Also wir haben ja dann die Nummer ein bisschen so aufgezogen und haben gesagt, also all das, was jetzt verboten war, ist bis jetzt erlaubt. Und das ist ja das Erstaunliche, dass eben man gleichzeitig auf dem Feld, wo man das deutsche Volk angeblich vertritt als Abgeordneter, auf demselben Feld darf man auch politisch bezahlte Lobbytätigkeiten ausüben. Und selbst die Sachen von Sauter und Nüßlein, es ist noch die Frage, ob das überhaupt zu einer Verurteilung führen wird, weil das lief über
das Spiel läuft dann immer, Sie haben angeblich dann nicht in Funktion Ihres Amtes, sondern als Geschäftsführer Ihrer Firma den Gesundheitsminister kontaktiert. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass das alles straffrei ausgeht, weil eben die Regeln so gefasst sind, wie sie sind. Und da kommen wir dann schon zur Union. Natürlich sind auch die anderen keine Heiligen, aber es war die Union, die diese Regeln seit Jahren, Jahrzehnten fast mit Zähnen und Klauen verteidigt hat. Und insofern ist es schon kein Zufall, dass auch, sagen wir mal, sie jetzt im Mittelpunkt dieses Skandals steht. Vielleicht darf ich noch eine Idee, was von Rupert Polen stammt, also aus der CDU-CSU. Ich hatte neulich mit ihm einen Austausch und er sagte, eigentlich ist er dafür, dass alle Nebentätigkeiten, die erst danach generiert werden, dass man ein Bundestagsmandat hat, sollte man verbieten. Weil das kommt tatsächlich nur daher und ich finde das sehr gute Lösung. Dann kann man sagen, das, was man, weswegen man auch tatsächlich nach 4 Jahren möglicherweise zurück ins Zivilleben führen muss, das ist nachvollziehbar. Aber wenn es tatsächlich wie so ein Vehikel aus der Vehikel entstanden ist, das sollte man verbieten, weil es geht nicht nur darum, wie viel wohl was bezahlt wird, sondern ab einem gewissen Level ist die Macht interessanter als das Geld. Und dadurch, dass man bestimmte Positionen bekommt oder Positionszuschuss dann kann oder beliebige wie auch Entscheidungen fördern kann, ist das genauso gefährlich, als wenn Geld fließt. Es war ganz spannend, ich habe mit einem Unionspolitiker auch diskutiert nach dieser Sendung und da kam tatsächlich das nochmal dieses Argument, ja, das wäre ja diese vielen Nebentätigkeiten sichern die Unabhängigkeit und quasi Leute, die nicht so viel nebenher verdienen, die sind ja quasi, die wären quasi stromlinienförmiger. Das sind so die Argumente, die da kommen. Die sind dann stromlinienförmiger, weil die sind abhängig von ihrem Mandat und während quasi irgendein Großgrundbesitzer, der noch aus seinen Ländereien oder sonst wie seine Einnahmen generiert, der könnte quasi viel freier sein Mandat ausüben. Und das ist schon so eine, da merkt man auch ein bisschen die Historie der repräsentativen Demokratie, sage ich mal, die eben nicht unbedingt nur aus einem basisdemokratischen Impetus entstanden ist, sondern aus so einem Besitzbürgertum heraus. Und das sind so, finde ich, so Wurmfortsätze dieses Denkens, die da immer noch ganz stark sind, weil ich habe dann gesagt, ja, aber vielleicht würde ein Verbot von Nebentätigkeiten auch dazu führen, dass wieder die Leute auch dahin gehen, für die das eine Verbesserung ist, mal in der Politik zu sein. Statt immer nur die Leute, die sagen, oh, das ist jetzt für mich eigentlich schon eine Verschlechterung, wenn ich jetzt in die Politik gehen muss und nur noch 10.000 Euro. Muss kompensiert werden, ist richtig. Also man klagt ja auch gleichzeitig über diese komische Zusammensetzung dieses Parlaments, aber wenn man das natürlich so aufstellt, dieses Mandat, braucht man sich im Grunde auch nicht wundern, wer da drin sitzt. Ja. Eine Teilnehmerin stellt eine sehr grundsätzliche Frage. Sind solche Skandale, schreibt sie, nicht nur die Spitze des Eisbergs in einem Gesellschaftssystem, das sich über Wirtschaftswachstum um fast jeden Preis, Profitmaximierung und einen bestimmten Freiheitsbegriff definiert? Ist in diesem Zusammenhang nicht moralische Integrität eine Kannbestimmung, an die man sich nicht halten muss? Wie schätzen Sie das ein, Frau Mertens? Ja, also erstmal, ich glaube, das ist die Spitze des Eisbergs, ist es immer in unserem Geschäft, wenn wir über Korruption sprechen. Das ist ein Dunkeldelikt, finden wir nichts heraus. Und hier ist ja schon bemerkenswert, dass diese Bank aus Liechtenstein das letztendlich ins Rollen gebracht hat, nämlich alles zurück, was wir früher von den Liechtensteiner Banken gesagt haben. Also, aber das sagt natürlich nicht etwas über sie aus, sondern sehr viel über uns selbst aus. Also dass wir da mehr Transparenz herstellen müssen, glaube ich, ganz klar. Und ich finde auch, wir dürfen auch gar nicht so einen Stellungskrieg zwischen Zivilgesellschaft und Wirtschaft hier erzeugen, sondern sagen, ja, Wirtschaftsinteressen sind legitim, aber nicht ausreichend. Weil wir haben ja eine Gesellschaft, die Politikerinnen und Politiker haben eine Gesellschaft zu managen, wo viele Interessen, viel Expertise berücksichtigt werden muss. Und wenn nur die eine Seite angehört wird, dann entsteht schlechte Gesetzgebung, weil man einfach die Eventualitäten, die andere Seite, sei es denn Umweltschutz oder Zivilgesellschaft, was auch immer, Kultur, wenn sie nicht angehört werden, dann ist es auch ein Effizienzproblem. Also es ist nicht nur Legitimitätsproblem, sondern auch immer ein Effizienzproblem. Und klar, also punktuell nehmen wir schon wahr, dass die Politik
ein bisschen vergessen hat, dass die Macht haben. Also das ist der Staat. Und sie dürfen das regeln. Und punktuell sind sie einfach viel reaktiv unterwegs und sagen, wenn wir das und das tun, ne, die Wirtschaft zieht weiter, kann nicht mehr funktionieren. Aber tatsächlich ist es wichtig, dass der Staat die Regeln setzt und den Rahmen setzt und nicht angesichts von starken, vielleicht mal Lobbyisteninteressen nur reagiert. Ja, es ist auch, auch in der Diskussion mit den Politiker war auch ganz spannend zu hören, weil dann immer wieder auch das Argument kommt, aber wir brauchen doch diese Leute aus der Wirtschaft auch in der Fraktion, um quasi diesen Sachverstand reinzuholen, wo ich dann immer sage, ja, aber einerseits gibt es doch in einem Gesetzgebungsverfahren diese ganzen, sagen wir mal, formellen Anhörungen und so weiter, wo alle Interessenvertreter ihre Interessen vorbringen und formulieren. Es ist doch nicht unbedingt nötig, dass der Abgeordnete selbst quasi für eine Interessenvertretung schon da drin sitzt. Natürlich haben alle diese Leute eine Geschichte. Es gibt keine quasi politischen Neutren, die jetzt da in ein Parlament gewählt werden. Das ist dann wieder so das andere Extrem, so eine Idealisierung des Parlamentariers als ein völlig interesseloses, hehres Wesen, so wie es auch ein bisschen dann über diese Formulierungen, das muss das ganze Volk vertreten, ja, wie soll das aussehen? Ich muss das ganze Volk vertreten. Das sind ja auch Ansprüche, die ja gar nicht funktionieren. Also, aber ich denke, da ist das Pendel eindeutig zu weit in diese eine Richtung. Der Abgeordnete ist frei, kann mit seinem Mandat machen, was er will, muss uns auch nicht sagen, wen er sonst noch vertritt und so weiter. Ist das Pendel schon sehr stark in diese eine Richtung ausgeschlagen. Und ich finde, da ist schon eine Fortentwicklung notwendig, auch dieser repräsentativen Demokratie im Sinne von einer stärkeren Rückbindung an die Bevölkerung. Also wenn man dann teilweise andersrum wieder sieht, wie wenig quasi dieser Willen der Bevölkerung, wenn ich jetzt an so Themen denke wie Mindestlohn oder sonst was, wie wenig der Ausdruck findet im Parlament. Also da wird sich dann auch immer auf die Freiheit des Abgeordneten berufen und so weiter. Also da gibt es schon Schwächen dieses aktuellen parlamentarischen Systems, wo einfach so eine Entkopplung stattfindet zwischen der Bevölkerung und den Abgeordneten, die ja doch irgendwo auch die politische Meinung der Bevölkerung widerspiegeln sollen, die sich aber dann irgendwann abkoppeln und sagen, nee, ich bin jetzt frei und bin auch im Grunde nicht in dem Sinne verantwortlich oder rückgebunden an diese Bevölkerung, der ich zwar meine Wahl verdanke, der ich aber danach dann quasi nicht mehr so verpflichtet bin. Also da, finde ich, muss man schon auch mal weiter drüber nachdenken, wie so ein Mandat wieder stärker rückgebunden werden kann. Aus den Frau Mertens, noch eine Ergänzung? Sonst vielleicht nur die Ergänzung. Also ich glaube auch, ich glaube, die Mühe muss man sich schon machen, um das Volk wieder für Politik zurückzugewinnen und zu begeistern vielleicht gar. Und das ist ja tatsächlich solche Prozessdarstellungen, Transparenz im Prozess, ob das dieser exekutive Fußabdruck ist, was da auch in der Sendung thematisiert wurde. Also warum ist das Gesetz so, wie das ist? Ich glaube, das ist immens wichtig, dass wir das hören von den gewählten Abgeordneten, die sagen, wir haben ja Folgendes beeinflusst. Das ist natürlich Exekutive, entstehen 80% der Gesetze in den Ministerien und da haben wir gar keine Ahnung, was da passiert. Und plops kommt ein Entwurf raus, die wir dann kommentieren dürfen. Vieles ändert sich danach gar nicht mehr. Aber es wäre ganz wichtig und die Chance für Politik zu sagen, wer wurde denn eingeladen und wer wurde nicht eingeladen, welches Argument hat gewonnen, warum, damit man diese Abwägung, ich glaube, das kann man dem Volk schon zumuten. Und das ist, warum auch immer, vielleicht ist es Bequemlichkeit, vielleicht unterschätzt man das Volk, warum auch immer, aber da tut sich die Politik schwer. Momentan in diesen ganzen Gesetzgebungen, wo wir vielleicht gleich auch nochmal reden bekommen, mit dem Lobbyregister und so weiter, wird ja nur, wenn die Lobbyistinnen und Lobbyisten verpflichtet, also auch NGOs, wir sind auch, sind dann eintragungspflichtig, aber die Politik will sich nicht erklären. Und das wäre der legislative Fußabdruck. Und das ist tatsächlich etwas, was wir dringend ändern müssen. Ja, das ist ganz spannend, das habe ich auch gelernt, dass da Estland zum Beispiel, von dem immer als Musterland der Digitalisierung nur die Rede ist, aber dass dort eben diese Transparenz auch hinsichtlich der Beeinflussung von Gesetzgebungsvorhaben eben in Richtung von so einem legislativen Fußabdruck auch gegeben ist, wusste ich auch vorher nicht. Also das ist dann, wenn diese Möglichkeit bestimmt, kann man auch ein bisschen, sagen wir mal, es gibt ja nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Hohlschuld der Bevölkerung, wenn man das dann im Grunde offenlegt und sagt, hier, also so ist das Gesetz zustande gekommen, ist es auch am Bürger, sagen wir mal, sich da
einzubringen oder das zu kommentieren, zu kritisieren. Ich möchte das Thema Maskenskandal für den Augenblick abschließen mit einem Blick auf eine Meldung, die tagesaktuell hereinkam, nämlich der Europarat hat Deutschland mangelnden Einsatz gegen Abgeordnetenbestechung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Da heißt es in der Meldung, die gegen Korruption gerichtete Staatengruppe GRECO erklärte in Straßburg, die Empfehlungen des Europarats zur Vermeidung von Bestechung und Interessenskonflikten bei Parlamentariern seien in Deutschland zu großen Teilen immer noch nicht umgesetzt. Stattdessen werde dort auf bestehende Regeln im Verhaltenskodex der Abgeordneten verwiesen, die GRECO bereits seit Jahren für unzureichend befinde. Frau Mertens, können Sie uns erklären, was ist GRECO? Und dann im Zweiten, was halten Sie von diesem Votum? Ja, das ist hilfreich, ganz konkret, pragmatisch gesehen für unsere Arbeit. Was alles, was international ist, ist für die Bundesregierung, das ist unsere Erfahrung, interessant. Und da tatsächlich wird man grenzübergreifend agiert. Was denken die anderen Länder über Deutschland? Das ist in meiner ersten Heimat nicht anders, in Finnland. Aber tatsächlich diese GRECO-Berichte, das ist ja die Staatengruppe, haben Sie ja schon dargelegt von Europarat. Das wurde als das zentrale Problem von Deutschland thematisiert. Es gibt ja auch, jetzt wird von internationalen Sekretariat von TI wird im Juni eine Untersuchung rauskommen und ohne zu viel jetzt vorweg zu verraten, kann man sagen, dass Deutschland ein erschreckendes Beispiel dafür ist, wie drastisch das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik nach unten gefallen ist. Und gerade aufgrund der immensen Macht der Wirtschaftslobbyisten, so wird es wahrgenommen, das sind ja tatsächlich normale Leute befragt worden. Und das ist schon verrückt. Ich bin 6,5 Jahre jetzt Geschäftsführerin von TI und wir arbeiten nach wie vor an den gleichen Positionspapieren, weil es einfach keinen Fortschritt gibt. Und jetzt gibt es natürlich diese Lobbyregister. Aber wenn man ganz ehrlich sich das Lobbyregistergesetz sich anguckt, wie viele Ausnahmen da sind. Das sind die ganzen Arbeitnehmer, Arbeitgeberverbände müssen sich nicht registrieren. Die ganzen kirchlichen Organisationen, die einen Zugang zur Kirche haben, müssen sich nicht registrieren. Und dann ist es natürlich, entsteht so eine Ungerechtigkeit. Und was sozusagen, man muss eine quasi sich darstellen, sagen, für welche Interessen, mit wie viel Geld man unterwegs ist, aber nicht mit wie viel Erfolg. Weil erst eben dieser legislative Fußabdruck oder exekutive Fußabdruck würde zeigen, habe ich dann den Zugang, habe ich dann die Macht, dass ich eingeladen werde. Das heißt, wir haben eine Auflistung von ganz vielen erfolglosen Lobbyisten und Erkenntniswert ist punktuell gleich null. Und was wir schon sehen können, weil das ist schon Referenzwert, war die Europäische Union und dort das Lobbyregistergesetz hat man so als Beispiel genommen, ein bisschen schlechter umgesetzt, weil es eben ohne die Darstellung der tatsächlichen Treffen umgesetzt wurde. Aber auch dort haben unsere Kollegen in Brüssel herausgefunden, das ist ganz viel Müll drin, weil es gibt keine Stelle, die das überprüft. Deswegen haben unsere NGOs-Kollegen sich Mühe gemacht, das angeguckt und haben ganz viele unwahre Daten gegeben oder einfach irgendwas reingeben und darauf zu wetten, wird nicht auffallen. Dann hat man keine schlechte Wahrscheinlichkeiten, dass es durchgeht. Dann ist man registriert und man kommt rein. Sie haben gerade die Kirchen angesprochen, Frau Mertens. Beide, jedenfalls in Deutschland, die katholische Kirche und die evangelische Kirche in Deutschland, haben beide Büros am Sitz der Regierung. Vielleicht können wir das einen Augenblick vertiefen. Wo setzt da Ihre Kritik an? Wo könnten die Kirchen mithelfen, für mehr Transparenz zu sorgen im Gesamtsystem? Und an welcher Stelle kritisieren Sie sozusagen den Freiraum, den die Kirchen offensichtlich durch den Gesetzgeber zugestanden bekommen, dass sie anders bewertet werden als andere Lobbygruppen, andere Lobbyinteressen? Ja, das ist sehr schön. Sehr schön, dass Sie das fragen. Einfach mitgestalten. Ich glaube, das ist schwierig, wenn wir anfangen zu bewerten, welche Interessen sind erstens gut oder welche sind schlecht und welche sind wertvoller als andere. Das ist ganz schwierig, weil wer soll das bitte vornehmen, diese Bewertung?
Und deswegen unser sehr pragmatischer Ansatz zu sagen, alle, die die politische Entscheidungsfindung, Gesetzgebung versucht zu beeinflussen. Und das ist ganz wertneutral. Und das, dass man versucht, das zu beeinflussen, ist unser gutes Recht, ist im Artikel 9 Grundgesetz verankert als integraler Bestandteil der politischen Entscheidungsfindung. Es ist gut so. Wo kommen wir denn hin ohne diesen Austausch? Es muss nur ausgewogen, transparent sein. Und das wäre natürlich toll. Wir haben ja in so einer unüblichen Allianz mit dem Verband der Chemieindustrie, was nicht unser alltäglicher Partner ist, sage ich mal, haben wir auch gesagt, wir schmieden eine Allianz, weil wir in einem Punkt uns einig sind. Und zwar das ist das, dass Lobbyismus transparenter dargestellt werden kann. In so eine, wenn Ihre Organisation, Ihre sozusagen Gleichgesinnten die Berliner Politik ansprechen und sagen würden, so, wir haben wichtiges Anliegen, aber so haben die anderen auch. Und daher ist es ja nur gut und recht und das stärkt sogar. Ich finde, das stärkt die Position, weil jetzt habe ich auch die Möglichkeit, uns einzutragen, zu sagen, wozu? Das sind die Argumente. Und ich glaube, dass wir die besten Argumente haben und ich möchte gerne einen Platz am Tisch bekommen, um meine Argumente darzulegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren Details und immer zugleich das große Ganze. Also alles hängt mit allem zusammen. Das macht es mitunter nicht einfach, den Diskussionsfaden stringent zu knüpfen. Dafür bitte ich sozusagen um Ihr Verständnis, aber das macht die Debatte auch mit meinen beiden Gesprächspartnern, mit Frau Mertens und mit Herrn Kraus, so interessant. Ich würde gerne zu einem zweiten Themenkomplex übergehen, bei dem wahrscheinlich auch wieder alles auf den Tisch kommt, was wir versuchen zu sortieren, nämlich die Aserbaidschan-Connection. Herr Kraus, können Sie uns ins Bild setzen, in gebotener Kürze, worum geht es da? Also im Kern geht es darum, dass vor allem Abgeordnete im sogenannten Europarat, da muss man schon wieder erklären, was ist das eigentlich? Das hat nichts mit der Europäischen Union zu tun, sondern ist quasi ein Gremium, das gegründet wurde schon vor der EU, um die europäischen Menschenrechtscharta, also die Menschenrechtsüberwachung in Europa quasi sicherzustellen. Da sitzen alle europäischen Länder drin, glaube ich, bis auf Weißrussland, also auch Staaten, die jetzt nicht, sagen wir mal, nach unseren demokratischen Standards Demokratien sind, eben auch Länder wie Aserbaidschan. Und dieses Gremium hat so quasi ein kleines Parlament und da sind eben viele Abgeordnete drin, die auch gleichzeitig im Bundestag sitzen. Und dieses Gremium ist zum Beispiel dafür zuständig zu schauen, wie sieht die demokratische Situation aus in Aserbaidschan. Und dort hat eben der Staat Aserbaidschan, der quasi so ein bisschen in Familienbesitz ist, der Vater des jetzigen Staatschefs war auch schon Staatschef und seine Frau hat er zum Vizepräsidenten gemacht und also so eine klassische Autokratie und der versucht einfach über Einflussnahme in diesem Europarat sich ein besseres Image zu geben. Und das kam eben im Nachhinein raus, dass dort teilweise Abstimmungen über Geldflüsse beeinflusst wurden, dass dort ganz merkwürdige Abstimmungsergebnisse quasi zustande kamen, die im Grunde die Aufgabe des Europarats auf den Kopf gestellt haben, weil im Grunde gegen die Mission der eigenen Europaratsdelegation abgestimmt wurde und quasi Aserbaidschan in Schutz genommen wurde vor Vorwürfen hinsichtlich politischer Gefangener oder Menschenrechtsverletzungen. Und es gab, muss man sagen, das ist inzwischen sind diese Abgeordneten nicht mehr in diesem Europarat, aber es gab eine Gruppe rund um den ehemaligen CSU-Abgeordneten, sogar Staatssekretär Lindner, der eine sogenannte deutsch-aserbaidschanische Gesellschaft gegründet hat und der auch auf eigene Faust als Wahlbeobachter quasi in dieses Land geflogen ist und dem Land den Persilschein ausgestellt hat. Und der bekam Geld von Aserbaidschan und hat es dann teilweise an die mittlerweile verstorbene CDU-Abgeordnete Strenz und wohl auch an den Abgeordneten Fischer, das steht zumindest im Raum, weitergegeben. Und im Raum steht eben der Vorwurf, dass dieses Geld geflossen ist für politische wohlfeiles Verhalten in diesem Gremium hinsichtlich der Beurteilung der Menschenrechtslage. Neben diesen Fällen, wo man weiß, dass Geld geflossen ist, gibt es eine ganz größere Gruppe von CDU-Abgeordneten, teilweise
der Staatssekretär Bareis, andere CDU-Abgeordnete, Eberhard Ginger, vielleicht noch manchen bekannt als Turn-Olympia-Medaillengewinner und andere weniger bekannte Abgeordnete, die immer wieder in dieses Land gereist sind und sich merkwürdigerweise immer wieder auf die Seite dieses Landes, teilweise auch im Ganzen, als Gruppierung quasi, auf die Seite dieses Landes geschlagen haben, vor allem wenn es um den Konflikt um diese Provinz Bergkarabach ging, die auch neulich sich ja blutig zugespitzt hat. Dort sind diese Abgeordneten immer so ein bisschen auffällig geworden mit Statements pro Aserbaidschan. Man weiß nicht genau, inwieweit dort Geldmittel flossen. Der Abgeordnete Bareis hat lange ein Geheimnis drum gemacht, wer seine ganzen Reisen dorthin bezahlt hat. Jetzt hat er also zugegeben, dass einmal dieses aserbaidschanische Forum das finanziert hat, und er würde das heute nicht mehr so machen. Aber das ist alles noch nicht so ganz geklärt. Der Lindner hat wohl eine knappe Million an Geldern kassiert, aber wo die letztlich gelandet sind, ist noch nicht zu Ende recherchiert. In diesem Zusammenhang spielt ja das Thema Netzwerkbildung eine große Rolle. Das ist für mich jedenfalls im Zusammenhang von Korruptionsfällen und Lobbyverfehlungen auch ein Aspekt, dass es nie nur um oder dass es neben Einzelverfehlungen und Aktivitäten Netzwerke gibt von Interessensvertretungen oder über bestimmte Bereiche hinweg, die da miteinander verbunden sind. Frau Mertens, wo taucht das denn in Ihrer Arbeit auf? Wie nehmen Sie das wahr? Und gibt es eine Möglichkeit, das noch transparenter zu machen? So transparent in den Einzelfällen, wie die Anstalt das auf ihrer Tafel gemacht hat. Das sind ja viele Pfeile. Oder erst wenn man den Pfeilen gefolgt ist, hat man verstanden, okay, wenn das Netz so ist, das System, dann ist ja klar, wozu es dient, was es alles bewerkstelligen kann. Und wenn man die Interessen nicht kennt, dann ist es nicht so einfach, das zu beurteilen, weil dann bleiben es oft Initiativen Einzelner, die, wie Sie, Herr Kraus, schon sagen, tja, also was heißt das jetzt, wenn jemand sich zu Bergkarabach so oder anders äußert? Wie soll man das deuten? Ja, in der Tat, das war für uns ein Großauftrag zu handeln, sage ich mal. Wir haben viel mit investigativen Journalisten zusammengearbeitet von dem Netzwerk OCCPR. Das ist so eine große internationale Journalistennetzwerk und mit mehreren Transparency Chaptern. Weil in der Tat, was uns schon schockiert hat, wir haben ja immer wieder gesagt, ja, Korruption ändert sich mit der Technologie, es geht um Kryptowährung, Cyberkriminalität und so weiter. Hier haben wir einen ganz klassischen Fall von wirklich von Geld gegen wirklich politische Korruption, dass Mehrheiten geändert werden durch Bestechungen. Und das ist das Erstaunliche und das Erschreckende, dass das noch geht. Also da denke ich, habe ich immer gedacht, das ist ein letzter Anstand, Einzelne vielleicht lassen sich bestechen, aber in dieser Dimension ist das irre. Wenn man schaut, wie viele da waren, auch schwedische, finnische, italienische Abgeordnete, die sich querbeet haben bestechen lassen von aserbaidschanischen Präsidenten. Es war diese eine Abstimmung eben in dieser parlamentarischen Versammlung von Europarat, wo eben die Gesandten von den nationalen Parlamenten entscheiden. Und da ging es darum, wie ist denn die Menschenrechtssituation von Aserbaidschan jetzt? Und natürlich brauchen sie eine quasi ein gutes Image, um dann Geschäfte machen zu können. Die sind, wie wir alle, von Export abhängig, von internationalem Handel. Und sie haben es geschafft, und das haben die investigativen Journalisten gut dargestellt. Wir haben ja ein sehr intransparentes Finanzwesen in Europa. Man kann Geld sehr effizient verstecken. Es gibt immer noch die Möglichkeiten von Briefkastenfirmen und so weiter über Danske Bank und Estland und so weiter, die Spuren zu verwischen, so dass es nicht mehr klar ist, wer gibt und wer nimmt. Dann kommt nur am Ende irgendein Fonds, und das war 3,8 Milliarden Euro, was man nachgewiesen hat. Das ist von der Bevölkerung geklautes Geld. Diese Pensionsfonds sind tatsächlich dafür genommen worden und eins nach dem anderen die Abgeordneten bestochen worden. Und das war ganz lange klar, das ist eine wahnsinnig besorgniserregende Menschenrechtssituation in Aserbaidschan. Weiß jeder. Und das war auch die Stimmung in den Vorgesprächen. Und aber nach diesen Aktivitäten plötzlich entscheidet die parlamentarische Versammlung ein Problem. In der Tat, also
hat geschafft. Und das ist das Besorgniserregende. Und das Zweite, was genauso schlimm ist, ist tatsächlich diese Wahlbeobachtungskommission, wo wir auch die deutschen Abgeordneten gesehen haben, die, ob das jetzt Parlamentswahlen waren, Präsidentschaftswahlen, das war mehrfach. Und da war eben auch die verstorbene Karin Schrems mehrfach dabei und hat ganz deutlich gesagt, gegenüber der Presse und offiziellen Stellen, die Wahlen waren fair und geheim und transparent. Es ist kein Problem. Und dann hat sie das Land verlassen und 2 Wochen später war die gesamte Opposition im Knast. Und das kann man schwer aushalten. Da hat man sofort das Gefühl, man muss etwas tun. Wir haben dann, es gab ja diese unabhängige Untersuchung im Europarat, die zum Ergebnis gekommen ist, man kann nachweisen, dass da tatsächlich sehr nah an diesen Entscheidungen Zahlungen geflossen sind. Also an alle, die da bestimmte Art und Weise gestimmt haben. Und sie haben gesagt, wir können keine Strafverfolgung von hier aus machen. Das ist eine nationale Angelegenheit. Wir tun, was wir können und sie haben Hausverbot erteilt. Das ist schon irre groß, dass unsere Abgeordneten dort ein Hausverbot haben. Eigentlich müsste das deutlich machen. Und haben dann gebeten, die nationalen Organisationen Strafanzeigen zu erstellen. Wir sind eine Organisation, die jetzt nicht traditionell Strafanzeigen erstellt. Und wir haben geschaut, warum ist das hier eigentlich, warum wird hier keiner aktiv? Wir haben ja den Paragraphen 108e, das ist Mandatsträgerbestechung, auch 2014 erst ratifiziert worden und in Deutschland verabschiedet worden. Und dann, um das herauszufinden, warum ist das so? Weil die Information bekommt man erst, wenn man selbst involviert ist, haben wir eine Strafanzeige erstellt. Und herausgefunden, es wird nicht ermittelt, weil ein sogenanntes Unrechtsvereinbarung nicht nachgewiesen werden kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir hätten nachweisen können müssen, dass zwischen dem aserbaidschanischen Präsidenten und zum Beispiel Karin Schrems eine Vereinbarung stattfindet, dass wenn ich 20.000 bekomme, stimme ich folgendermaßen und der andere bestätigt das. Und auch wenn wir manchmal sagen, dass die Korrupten nicht die hellsten immer sind, aber solche Fehler machen sie nicht. Und das ist dann wiederum ein Anlass für uns gewesen zu sagen, 108e ist ein Papiertiger, also das geht nicht, wir müssen da was tun und wir sind gerade jetzt ganz hands-on dabei, Abgeordnete zu finden, selber als Interessenvertretung, für unsere Seite zu gewinnen, die was sagen, Leute, das müssen wir ändern, das halten wir nicht aus. Ja, da anschließend, das war etwas, was ich auch gelernt habe in dieser Sendung, dass bis letztes Jahr, glaube ich, die Geldspenden an Abgeordneten quasi überhaupt nicht irgendwie strafbar relevant oder anzeigepflichtig waren. Das ist ja, das hat mich auch völlig vom Stuhl gehauen. Bis Oktober letzten Jahres, glaube ich, konnte jeder Abgeordnete in beliebiger Höhe Geldspenden annehmen. Und erst seitdem gibt's zumindest eine Grenze, ab der dann offengelegt werden muss. Aber das sind Grauzonen, wo man denkt, wow, also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ist aber so. Ja. Ich nehme mal eine Frage aus dem Chat hier auf, die nochmal sehr verallgemeinernd ansetzt. Ein demokratisches Grundprinzip lautet, alle Interessensvertreter sollen angemessen am Verhandlungstisch vertreten sein. Alle Interessen sollen eine Stimme haben. So weit, so gut, schreibt die Teilnehmerin. Aber schon der Volksmund weiß, alle Menschen sind gleich, aber manche sind gleicher. Wie kann man Mehrheitsinteressen zum Durchbruch verhelfen, anstatt solvente, mächtige Minderheiten zu bevorzugen? Haben Sie eine Idee, Herr Kraus, aus Ihren Recherchen, ja, Frau Mertens? Genau dazu dienen ja diese ganzen Vorstöße, die bislang in schöner Konsequenz eben einfach abgeschmettert wurden. Einfach, es gibt immer einerseits, sagen wir mal, den Strang zu sagen, wir müssen alles offenlegen. Und dann gibt es aber natürlich auch den Strang, gewisse Sachen sollte man auch einfach verbieten. Also da reicht es auch nicht zu wissen, dass dieser Abgeordnete Lobbytätigkeiten noch ausübt, sondern die sollte er einfach gar nicht ausüben können. Und dann geht es eben darum, dass, sagen wir mal, die Ministerien, die Exekutive und die Legislative offenlegt, mit wem sie sich trifft. Und das sieht man ja schon beim EU-Parlament, wir haben es, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber auch Oettinger war ja so einer, der in seiner Politik dann eben in der EU dann irgendwann gezwungen war, das ein Stück weit offen zu legen. Und wenn man dann sieht, in welchem Ausmaß da nur eine Seite gehört wird und die anderen haben dann vielleicht mal ein oder zwei Treffen, das ist eigentlich kein Zustand für eine
für eine ausgewogene Entscheidungsfindung. Und da sieht man schon, was dann im Ergebnis ja auch letztes Jahr dann oder vor 2 Jahren mal im Armutsreichtumsbericht der Bundesregierung in einem umstrittenen Kapitel, das dann teilweise rausgenommen wurde, dann wieder reingestellt wurde, mal offiziell zu Papier gebracht wurde, dass eben gegen die bestimmte wohlhabende Kreise, die einen deutlich höheren Leverage, einen deutlich höheren Einfluss haben als andere Bevölkerungsgruppen, dass es eigentlich nie in den letzten Jahren Gesetze gab, wo mal diese Kreise stärker zur Kasse gebeten wurden. Und das hat alles, denke ich, mit diesen Strukturen zu tun, wo es eben keine Begrenzung gibt, bestimmten einflussreichen Kreisen quasi Kreisen sehr viel Freiräume zu geben in der Beeinflussung der Politik. Und ich denke, das ballt sich ein bisschen bei der CDU, weil die natürlich von ihrer ganzen Ideologie, das haben wir ja dann auch mal, hat der Max Uthoff dann an einer Stelle auch so formuliert, wenn die Interessen der Interessenvertreter identisch sind mit denen der Lobbyisten, dann brauchen wir natürlich nicht mehr viel Lobbyismus. Also wenn du natürlich als Mindset eh schon hast, die Interessen der Wirtschaft sind gut für uns alle, ja dann... Und das dann in Wirtschaftskompetenz zu übersetzen, halte ich für hochzynisch. Ja, aber genau das ist so ein bisschen deswegen, klar, die anderen sind auch nicht besser. Ein Gregor Gysi verdient auch ein Wahnsinnsgeld und wird auch wirklich ideologisch zu einem CDU-Abgeordneten, wenn er darauf angesprochen wird. Aber sagen wir mal von der ganzen Ideologie her, ist diese Wirtschaftsideologie der Union natürlich schon gemacht dafür, solche Dinge auch zu produzieren, weil die im Grunde gar keinen Unterschied sehen zwischen den Interessen der Wirtschaft und dem Allgemeininteresse. Die sagen mehr oder weniger immer, das ist dasselbe. Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Also muss man im Grunde auch, wenn man die Wirtschaft gehört hat, muss man nicht mehr viele andere hören. So. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, der erste Schritt ist Transparenz, aber es ist kein Selbstzweck. Also ich meine, es gibt viele Bereiche, auch im Politischen, wo ich sagen würde, mehr Transparenz macht keinen Sinn, weil man muss auch Kompromisse aushandeln können. Aber Transparenz ermächtigt oder macht uns fähig, darüber zu reden. Und wir müssen erstmal einfach Informationen bekommen. Wir haben das in vielen, vielen Feldern momentan. Wir haben ja zum Beispiel auch diese Informationsfreiheitsgesetze, wonach auch Bürgerinnen und Bürger Informationen von Verwaltungen einfach bekommen sollten. Wir haben jetzt festgestellt, nichts geht einfach. Also wenn wir auch Anfragen stellen, wir müssen oft verklagen, um tatsächlich ganz normale Informationen zu bekommen. Aber das müsste eine automatisiert und nicht per Nachfrage, sondern tatsächlich wie so eine Plattform Informationen dargelegt werden, damit wir darüber reden können. Und dann kann sein, dass man sagt, ist alles in Ordnung, aber dann können wir auch kritische Nachfragen stellen, wenn wir feststellen, dass für diesen Sachverhalt eine ganz wichtige, relevante Ecke fehlt. Und das muss die Politik in der Lage sein, dann zu beantworten, warum. Wir haben jetzt viele Dinge aufgelistet. Mich würde mal interessieren, Frau Mertens, auch Herr Kraus, wo steht Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich, wenn man Transparenzregister und diese Themen durchbuchstabiert? Können Sie uns da einen Eindruck vermitteln, ob das Problem womöglich noch größer ist oder ob Deutschland sich vielleicht sogar auf einem Weg der Besserung befindet? Ja, also das ist dadurch, dass ich aus Finnland komme, ich sehe da schon einfach ganz großen Kulturproblem, gerade wenn man mit Skandinavien vielleicht vergleicht. Es ist tatsächlich so ein Setting-Unterschied. Es ist, in diesen Ländern ist alles frei zugänglich, bis man das schließt. Und dafür muss man dann die Begründung haben und dafür muss man kämpfen. Und hier ist es einfach, das ganze Spiel geht anders herum. Es ist alles geschlossen und da muss man kämpfen, dass es geöffnet wird und wir brauchen die Begründungen. Also es ist, oder auch in baltischen Staaten. Oder auch manchmal versuchen wir auch die politische Seite auch ein bisschen zu schockieren und um zu zeigen, dass was wir fordern, ist gar nicht so viel, weil in Großbritannien werden die Vermögensverhältnisse veröffentlicht. Wollen wir nicht, Leute, aber es könnte ja auch weitergehen. Das, was wir fordern, ist gar nicht so viel und alles ist relevant für die politische Entscheidungsfindung. Daher, es ist schon, also klar, mit der Digitalisierung, mit dem Druck tut sich auch etwas, aber ich wage zu behaupten, hätten wir die Skandale und Wahlen nicht, würden die meisten Parteien und nicht nur die CDU, CSU, hätten das in der Prioritätenliste bis nach unten geboxt, bis es gänzlich runterfällt. Ja, das muss ich sagen. Das ist schon sehr erstaunlich, was sich da jetzt getan hat. Zumindest, also weniger beim Lobbyregister, aber bei diesen ganzen Nebentätigkeitsbestimmungen. Ja.
Da muss man wirklich eigentlich den Sündern der CDU einen Kranz winden, dass sie zur Wahlkampfzeit sich so verhaltensbefleißigt haben, sonst wäre es einfach nie dazu gekommen, dass mehr oder weniger stehenden Fußes eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht wird und all das, was man jahrelang verbissen abgelehnt hat, jetzt weitestgehend durchgewunken ist. Das ist schon, also da hat sich schon was bewegt, muss man sagen. Also das hätte man so auch nicht für möglich gehalten. Wenn man dann andererseits schaut, wie lang dieser Kampf schon geht, ich glaube, das Lobbyregister, das letzte habe ich gelesen, stammt in seiner Urfassung von 1972 und so lange hat sich quasi da im Grunde nichts wirklich mehr getan. Also da sieht man schon, dass man da noch ein bisschen auf dem Stadium eines Entwicklungslandes ist. Absolut. Vielleicht noch eine Anmerkung, wenn ich darf, um zu zeigen, in den USA ist natürlich so ein Beispielland, wo wahnsinnig Transparenz ist, wo aber auch ziemlich hohe politische Korruption ist. Um nur zu erinnern, das ist kein Allheilmittel, kein Automatismus, sondern dann muss man daran ansetzen. Damit ist das Spiel noch nicht vorbei, sondern dann fängt es erst an, wenn wir die Transparenz haben. Eine Frage aus dem Chat, die sich konzentriert auf die Mandatstätigkeiten, die zusätzlichen, wenn man jetzt auf die Bundesländer schaut und jetzt mal vom Bundestag weggeht. Wie ist denn da die Gesetzgebung? Gibt es da ähnliche Regeln, die greifen? Hat jedes Bundesland womöglich seine eigenen Richtlinien oder gibt es da abgeleitet vom Bundesgesetz etwas? Wie ist da der Status? Ja, da gibt es ganz viel unterschiedliche. Jetzt hat Baden-Württemberg etwas ganz Spannendes verabschiedet. Da haben wir haben eine Regionalgruppe in Baden-Württemberg. Und tatsächlich sind das überall unterschiedliche Modelle. Wir fordern überall auch in diesen Bundesländern legislative Fußabdruck und Lobbyregister. Und das ist tatsächlich, föderales System ist manchmal ein bisschen anstrengend und aufwendig. Aber das ist etwas, was man schon so einen positiven politischen Wettbewerb begreifen kann. Da kommen die Länder nach. Also das sind sehr unterschiedliche und jetzt unabhängig von Lobbyismus. Wir sehen das auch in Hamburg, diese Transparenzgesetze, also überhaupt diese Einstellung, dass wir von uns aus etwas veröffentlichen, bevor die Frage da ist, ist schon sozusagen für Fortgeschrittene. Und das muss man nur als Benchmark irgendwie gut kommunizieren. Herr Kraus, Sie haben es gerade schon gesagt, durch die aktuellen Skandale, die aufgedeckt wurden, das ist ja auch eine Stärke des Rechtsstaats, der Demokratie, dass hier die Erneuerung aus sich selbst heraus mit Unterstützung der Justiz auch funktioniert und der Medien, des Kabaretts, der Bildung. Also jetzt erleben wir gerade den radikalen Wandel. Ich habe zwei Fragen in diesem Zusammenhang. Eine, die wahrscheinlich Sie, Frau Mertens, am besten beantworten können. Reicht das, was jetzt im neuen Abgeordnetengesetz stehen soll? Und die andere Frage, die wir dann im Anschluss auch nochmal diskutieren, aber ich nenne sie jetzt gleich. Ich komme wieder auf das Vertrauensthema zurück. Ist das Vertrauen mal verspielt, nützt wahrscheinlich im ersten Augenblick das beste Gesetz nichts, sondern es herrscht das Misstrauen und es werden viele mit verdächtig, die also gar nichts Anrüchiges tun, sondern ihren Auftrag erfüllen. Aber zunächst mal, Frau Mertens, wie sehen Sie jetzt das neue Abgeordnetengesetz? Taugt das etwas? Ja, es gab ja jetzt diese Anhörung, unser Vorsitzender war ja auch dabei. Es wäre unfair zu sagen, dass es nicht gut ist. Also es ist ja tatsächlich, das sehe ich genauso wie Herr Kraus, das sind Ihre großen Fortschritte jetzt zu sehen. Wir würden da und dort ein bisschen noch Verbesserung uns wünschen. Wie gesagt, bei den Nebentätigkeiten, dass es auch im Umfang der geleisteten Arbeit nochmal thematisiert wird. Bei der Anhörung, das ging auch gleichzeitig um diesen Paragraphen 108e, das war diese Mandatsträgerbestechung. Da würden wir uns wünschen, dass es nicht nur, was die Politik derzeit auch tut, ist dieses Strafausmaß, dass es ein Straftat wird, dass da nach oben justiert wird, sondern Straftatbestand. Also dass tatsächlich das, was wir relativ hilflos sehen mussten, dass es ganz schwierig ist, anhand dieses Gesetzes die Leute, die etwas zu Schulden haben, kommen lassen, dingfest zu machen. Also das sind so ganz konkrete operative Sachen, aber das Größte, was wir tatsächlich
bemängeln, ist, dass das legislative oder exekutive Fußabdruck nach wie vor fehlt. Das ist letztendlich, das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir haben jetzt die Angebotsseite durch das Lobbyregistergesetz, wobei da zu viele Löcher sind. Wir haben keinen Gesamtüberblick dadurch. Und wir sehen, wer möchte gerne dabei sein, aber wir sehen die Nachfrageseite nicht, die Politik, wo es tatsächlich eingeladen wird. Und weil wir wissen, dass ca. 80% aller Gesetze entstehen in Ministerien, und das ist der allerwichtigste Bereich, ist der, je eher, desto besser ist der ABC von jedem Lobbyisten, desto mehr hat man Macht. Und wir sind auch manchmal dabei gewesen, wo Idee entsteht. Und wenn wir dann da sind, dann sehen wir, das können wir tatsächlich gestalten und diese ganze Stoßrichtung des Gesetzes mit beeinflussen. Und ab da müsste man es tatsächlich ganz darstellen, wer hat mit wem gesprochen, wie waren die Prozesse, wer wurde beteiligt und wer nicht. Herr Kraus. Ja, also nochmal zur Einschätzung dieses, ich denke auch, also bei dem Abgeordnetengesetz hat sich sehr viel getan. Bei dem Lobbyregister ist sicher noch sehr viel Luft nach oben, was ich auch noch einen sehr spannenden Bereich fand. Ich weiß gar nicht, inwieweit der jetzt angepackt wird, ist, dass das Ganze ja auch stark der Selbstkontrolle unterlag bisher. Das heißt, diese ganzen Verstöße gegen diese Abgeordnetenregeln, das waren teilweise Verstöße gegen die Geschäftsordnung des Bundestages. Das heißt, da ist das Bundestagspräsidium zuständig und dem sitzt Herr Schäuble aktuell vor und da läuft aktuell wieder mal eine Klage, weil der sich auch weigert, offenzulegen, wie oft denn überhaupt das Bundestagspräsidium Abgeordnete mahnt, weil sie gegen die Regeln des Bundestages verstoßen. Das heißt, da hat man auch schon wieder so eine merkwürdige Selbstkontrolle. Klar, rührt daher, das ist das oberste Gremium. Wer soll das eigentlich kontrollieren? Das kann sich nur selbst kontrollieren. Aber das ist einfach ungut, dass da ausgerechnet dann noch ein Politiker mit so einer Vergangenheit quasi da die Hand drauf hält und nicht offenlegt. Es gibt da einfach so ein mehrstufiges Mahnverfahren bei diesen Verstößen gegen dieses Abgeordnetengesetz. Man überhaupt nicht erfährt, in welchem Ausmaß da verstoßen wird auf der internen Ebene, wie da der Bundestag agiert. Es gibt da Äußerungen eines CSU-Abgeordneten, der sagt, ich habe im Grunde 8 Jahre mich nicht regelkonform verhalten und musste dann selber noch quasi aufs Bundestagspräsidium zugehen, damit die mich überhaupt mal verwarnen. Also da scheint eine sehr starke Laissez-faire Haltung auch zu sein, weil man eben natürlich letztlich auch zusammengehört. Das ist dann der Bundestag, der sich selber kontrolliert. Also das ist auch noch so ein neuralgischer Punkt. Ich weiß jetzt nicht, dadurch, dass, glaube ich, das neue Abgeordnetengesetz überwiegend in Gesetzesform ist und nicht mehr als in der Geschäftsordnung, glaube ich, niedergelegt werden soll, ändert sich das auch. Aber da müsste ich die Frau Mertens fragen, wie das in Zukunft sein soll, wer da den Hut auf hat und die Kontrolle. Ja, also und da wollte ich nochmal auf einen anderen Punkt, weil ich das so seltsam finde und das weiß ich gar nicht, wie wir das anpacken sollten. Das ist generell, diese Sanktionen werden so quasi hinter geschlossenen Türen gehalten. Ob das der BaFin ist, der mit Sanktionen gegenüber Banken lässt, wir kriegen gar keine Information. Gerichtsurteile sind teilweise geheim. Und ich glaube, das ist so eine falsch verstandene, wie sagt man das, Schutz oder unsere Kollegen auch vom Ausland, die dann recherchieren, verstößen immer auf diese Mauer in Deutschland, wo man einfach keine Information mehr weiterfindet. Und wenn wir das gegenüber der Politik sagen, genau wie im Bundestag auch, ist die Aussage, wir wollen ja diese Prangerwirkung nicht, wo kommen wir denn hin? Das sind ja mittelalterliche sozusagen Prozesse, dass wir das zur Schau stellen. Aber es gibt auch einen Unterschied, auch noch jetzt zwischen zur Schaustellung gänzlich verstecken geht ja einfach dieser ganz normale Umgang, dass wir wissen, in welcher Gesellschaft wir leben, wie die Strukturen sind. Und das ist so eine wahnsinnige Bevormundung, so spüre ich das und empfinde ich das, dass wir nicht in der Lage sind, darüber zu reden, wie unsere, das sind unsere Gesetze, unsere Regelungen, wie die denn funktionieren. Und wir als mündige Bürgerinnen und Bürger können sagen, Moment, da glaube ich, müssen wir etwas verbessern. Und dieses Recht beanspruche ich und möchte gerne auch als Privatperson wahrnehmen können. Könnten die neuen rechtlichen Regelungen zu einer Art Selbstreinigung führen? Ich stelle diese Frage mal so vor dem Hintergrund eines Hinweises im Chat, ob denn bestimmte Abgeordnete jetzt auf eine erneute Kandidatur verzichten werden. Ein anderer Nutzer schreibt, nein,
Das werden die sicher nicht tun. Ich will mal das Thema Vertrauen hier jetzt auch einführen, weil wir das in dem Kontext, denke ich, gut mit diskutieren können. Wird ein solches Gesetz, werden Veränderungen dazu führen können, dass Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger mehr Vertrauen in diese Struktur gewinnen, oder ist das womöglich zu spät? Und wir erleben aufgrund des Missbrauchs, solche Thesen gibt es ja auch, so eine Selbstaushöhlung, die dann zu Ergebnissen führt, die keinem dienen und Kräfte befördern, die nun alles andere als unterstützungswürdig sind. Wie schätzen Sie beide denn diesen, ja, eigentlich fast ein eigenes Thema für eine Diskussion, aber so ein Kommentar von Ihnen beiden? Also man kann hier zu diesen zwei konkreten Fällen, die hier gefragt sind, schon sagen, dass da schon die reinigende Wirkung dieses Gesetzes funktioniert, weil sowohl der Herr Pfeiffer wie auch die Frau Mark, das ist eine Abgeordnete von Stuttgart, beide hier aus dem Stuttgarter Raum, sehr kurzfristig auf eine erneute Kandidatur verzichtet haben. Der Pfeiffer war ja auch in unserer Sendung, der hat sich da relativ offen geäußert, dass diese ganzen neuen Regelungen nicht mit seinem Verständnis von freiem Mandat und so weiter zu tun haben. Man muss wissen, dieser Abgeordnete war im Mittelpunkt einer Recherche auch der Zeit. Der hat mehrere Firmen, Beratungsfirmen nebenher. Und wenn man die Beratungsfirmen anrief, dann landet man in seinem Abgeordnetenbüro und man erfährt auch nicht, wen er dort berät, was wiederum dazu geführt hat, dass die SPD irgendwann die Verhandlungen über das Erneuerbare Energiengesetz blockiert hat mit diesem Herrn, der für die CDU dort verantwortlicher Verhandlungsführer war, weil sie gesagt haben, wir verhandeln nicht mit jemandem, von dem wir nicht wissen, ob er quasi gleichzeitig Lobbyist der Energiewirtschaft ist, der fossilen Energiewirtschaft. Also da sieht man schon, dass das ganz konkrete Auswirkungen hatte. Und er hat jetzt, nachdem er am Anfang sich noch gewehrt hat, relativ Hals über Kopf sein Mandat abgegeben. Auch die Frau Mark, die teilweise Beratungsverträge mit Medizinunternehmen hatte, hat plötzlich Hals über Kopf gesagt, sie kandidiert nicht mehr, wird jetzt irgendwie in diesem Gesundheitsausschuss, gemeinsamen Bundesausschuss, nimmt die eine Stelle an. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen ein Kulturwandel, das ist vielleicht schon ein Zeichen von einem Kulturwandel, ist, dass solche, sagen wir, Ausreißer, wie das sicher ein Herr Pfeiffer war, dass die jetzt erstmal nicht mehr ohne weiteres so agieren können, wie bislang möglich. Also von daher bin ich da jetzt nicht ganz pessimistisch, was die Zukunft da angeht, dass es da doch die Leute zukünftig einfach mit einem bisschen anderen Selbstverständnis vielleicht dieses Amt antreten, als sich das da in den letzten Jahren bei manchen eingeschlichen hat. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht nur die Fälle darzulegen, sondern tatsächlich zu schauen, wie gehen wir damit um. Also wir sehen ja auch, Transparency sagt, wir sind Koalition gegen Korruption und agieren gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Und wir arbeiten auch mit Unternehmen zusammen. Und wir arbeiten nur dann mit ihnen zusammen, wenn wir das Gefühl haben, dass Korruptionsbekämpfung hohe Priorität im Unternehmen genießt. Und das bedeutet, bei Weltkonzernen, da sind wir auch von ein Stück weit abgerückt. Wir können die Korruption nicht abschaffen. So, egal wie wir arbeiten, das werden wir nicht schaffen. Und gerade auch, wenn man international unterwegs ist, deswegen ist die entscheidende Frage, wie geht man damit um? Was bedeutet das, wenn ein Korruptionsfall da ist? Und was für Sanktionen, was für kulturelle sozusagen Maßnahmen? Man kann ja, kulturelle Maßnahmen sind ja auch Führungsaufgaben, dass man sagt, okay, Offenlegung gänzlicher Sachen und dann zu zeigen, so gehe ich damit um. Auch wenn man immer nur weiß, was man weiß. Also diese quasi auch so eine Art Fehlerkultur, sich verletzbar auch zu zeigen. Und ich glaube, das ist der Weg. Wir arbeiten auch mit Zivilgesellschaft, nicht nur sozusagen kooperieren wir da, sondern Zivilgesellschaft ist ein Bereich, wo relativ wenig Transparenz vorhanden ist. Also noch weniger als in Wirtschaft und Politik. Und deswegen eignet sich die zivilgesellschaftliche Fassade ganz oft gut für zum Beispiel Geldwäsche. Und das heißt natürlich nicht, dass die Zivilgesellschaft per se schlecht ist, wir sind ja selber Zivilgesellschaft, aber einfach, dass es möglich ist. Und deswegen gibt es nicht die Guten und Schlechten, aber auch da haben wir ein Instrument entwickelt, Initiative Transparente Zivilgesellschaft, wo wir wirklich Kleinstvereine an Transparenz heranführen wollen und sagen wollen, wenn ihr Spenden entgegennehmen wollt,
dann zeigt doch nochmal, was ihr damit macht, wer bei euch entscheidet und für welchen Zweck ihr da seid. Und das sind so ganz, ganz kleine Sachen, wo sie dann sehen, dadurch tatsächlich werden sie auch nochmal stärker. Und deswegen glaube ich, führt kein Weg vorbei. Das ist schon so ein bisschen, alles muss öffentlich, diese Fälle müssen diskutiert werden, Konsequenzen müssen klar sein, um auch den Momentum, weil ich glaube, dass Herr Klaus, was Sie sagen, ja, das geht in die richtige Richtung, aber wie halten wir das aufrecht? Es kommt und geht und dann kommen wir zurück, sozusagen fallen zurück in diese Lethargie und dieses, ach, nicht so wichtiges Thema. Und doch müssten wir einfach dieses Momentum halten. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Wenn ich da noch was ergänzen darf, wenn man vielleicht mal Perspektiven nachdenkt, was ja durchaus auch manchmal sinnvoll ist, ist Konkurrenz. Und es gab ja jetzt in Frankreich den Versuch auch der Nationalversammlung so einen Bürgerrat, also dieses an die Seite zu stellen. Das sind dann quasi nicht gewählte Vertreter, sondern diese per Zufallswahl ausgewählten Bürger, die quasi per Zufall bestimmt werden und mit ähnlichen quasi Aufgaben betraut werden. Und oftmals ist es eben sehr erstaunlich, dass, obwohl die im Grunde über keine demokratische Legitimation verfügen, es da oft so ist, dass vom Ergebnis her das Allgemeinwohl sich dort stärker durchsetzt als in diesen, sage ich mal, vermachteten, gewählten, etablierten Institutionen. Und das ist vielleicht schon auch so ein Momentum, wo man mal mit solchen alternativen Gremien vielleicht experimentieren müsste, wenn man jetzt einfach nur vom Ergebnis her guckt, was wollen wir erreichen? Wir wollen nicht nur quasi eine Input-Legitimation über Wahl, sondern wir wollen auch eine Output-Legitimation, dass im Grunde die Ergebnisse auch legitimierbar sein müssen. Und oftmals gibt es Hinweise, dass der ganz normale Bürger, wenn der in so eine verantwortungsvolle Position plötzlich kommt, über Dinge zu entscheiden, hatten wir jetzt auch hier in der Lokalpolitik über den Neubau der Oper, die sind sehr wohl in der Lage, sich über alles einzuarbeiten und sehr vernünftige Beschlüsse zu fassen. Das heißt, vielleicht ist es auch ganz gut für die etablierten Volksvertreter, wenn da mal ein bisschen Konkurrenz in alternativen Gremien ab und zu aufscheint, um zu sagen, also es muss nicht immer auf diesem Weg gehen, es gibt auch andere Möglichkeiten, das Allgemeinwohl, sage ich mal, ein bisschen zu befördern. Das ist super und vielleicht darf ich einen Satz noch hinzufügen, was wir auch genutzt haben. Überhaupt, es ist für einzelne Politiker und, sage ich mal, Hindererinnen und Hinderer nicht mehr so einfach die sozusagen da stehen zu bleiben, weil wir haben immer den internationalen Vergleich. Also ob das jetzt dieses Frankreich-Beispiel ist, wir hatten auch einen Fall mit Bundesfinanzministerium, wir pushen für so ein Register von Eigentümern. Also wem gehören die Häuser in Berlin und so weiter. Wir sagen, es muss klar sein, für Mieterinnen und Mieter muss klar sein, in wessen Haus wohne ich. Ganz normale Information und deswegen geht es um europaweite Register. Und Deutschland hat ganz lange blockiert und dann waren wir auch mit anderen NGOs da, beim Staatssekretär und er hat dann gesagt, ja, das verstößt aber gegen das europäische Recht. Er hätte seinen ganzen Abteilungsleiter und Referatsleitungen gesagt. Und dann aber können wir dann ganz klar sagen, Dänemark und Großbritannien haben das schon umgesetzt. Und dann nimmt es einfach diese Blockadehaltung weg, weil wir zeigen einfach, das kann nicht sein, weil die werden da auch nicht dagegen agieren. Und deswegen glaube ich, diese Kreise zu erweitern, bringt wieder ein bisschen Bewegung in das Spiel, glaube ich. Ein Teilnehmer im Chat erinnert daran, den Blick nicht ausschließlich auf die CDU-CSU zu lenken, sondern nochmal auch darüber hinaus zu schauen. Tritt die CDU-CSU hier tatsächlich besonders in Erscheinung, so seine Frage, oder ist dies mittlerweile schon zu einem grundsätzlichen strukturellen Problem unseres gesamten parlamentarischen Systems geworden? Gibt es, Herr Kraus, durch die Anlage Ihrer letzten Sendung und Frau Mertens durch Ihre Erkenntnis, helfen Sie uns, den Blick noch mal etwas zu weiten, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail auch auf andere Parteien gehen können mit Blick auf unsere Zeit. Also man muss schon sagen, es war ganz interessant, ich glaube, Korrektiv war das, das ist Rechercheportal, hat so ein halbes Jahr bevor diese ganzen Affären an die Öffentlichkeit kamen, mal so eine Umfrage gemacht unter den Abgeordneten, wie sie zu diesen Transparenzregeln und so weiter stehen, zu Änderungen. Und da war es halt schon auffällig, dass
sehr großer Teil der Unionsabgeordneten einfach gar nicht geantwortet hat oder gesagt hat, nö, das finden wir alles in Ordnung. Also da war schon sehr, ist einfach schon stärker als in anderen Fraktionen oder Parteien dieses oder war dieses Bewusstsein da, das ist quasi illegitim, das alles zu wissen, das ist legitim, mehrere Nebentätigkeiten auszuüben und so weiter. Also da ist schon, das ballt sich schon ein bisschen auf dieser Seite, glaube ich, des Parlaments. Die FDP will ich da nicht ausnehmen, aber auch natürlich, wie gesagt, einzelne Leute wie Gregor Gysi, die auch in Millionenhöhe irgendwelche Vorträge halten und wenn man sie dann fragt, genauso argumentieren wie ein CDU-Abgeordneter, ja, nö, ich will das auch nicht sagen, wie viel das genau kostet und so weiter. Also die anderen, will ich sagen, sind da jetzt keine Engel, aber wie gesagt, ein bisschen durch das Grundbewusstsein der Union, Wirtschaft ist, die Interessen der Wirtschaft sind sehr nahe am Allgemeininteresse, gab es da eben auch eine starke Abwehrhaltung oder Verteidigungshaltung gegenüber diesen Praktiken. Ja, vielleicht auch nochmal ergänzend dazu, weil ich meine, wenn ich jetzt eine Organisation leite, wo so viele Fälle hochkommen, dann muss ich mir doch die Frage stellen, was haben wir hier falsch gemacht? Auch im Hinblick auf Kultur oder von oben nach unten auch Vorleben. Aber jammerschade wäre es natürlich, weil ich glaube, wir brauchen auch eine konservativere Partei. Also wir brauchen ja gute Parteien in sozusagen allen demokratischen Ecken, weil die Gefahr von weiter rechts ist immens. Das sehen wir einfach in unseren, wenn wir über Korruption sprechen, es ist ganz schwierig heutzutage, differenzierte Aussagen durchzubekommen. Und ich habe selber eine Situation erlebt, wenn wir einfach unsere Wording sagen und in einer Podiumsdiskussion kriege ich ganz viel Applaus von AfD. Wie kommt man aus dieser Umarmung wieder raus? Und sie klauen unsere Narrative, aber machen das sozusagen, da bräuchte ich 5 Sätze, um denen zu begegnen. Und mir reichen eben diese 140 Zeichen nicht, um zu zeigen, wir kämpfen dafür, dass der Rechtsstaat gestärkt wird. Wir kämpfen für Parteienvielfalt. Und ich glaube, wir brauchen dringend ganz starke konservative Partei, die muss nur ethisch in Ordnung sein und muss aufgeräumt haben. Sie müssen auch aufräumen, deswegen ist es schon ein Challenge für die Union, finde ich. Aber ich hoffe sehr in unserem Namen auch, dass das gelingt. Weil momentan profitieren von diesem Misstrauen, profitieren insbesondere die Gender der Gesellschaft. Herr Kraus, eine Frage aus dem Chat, die speziell ans Kabarett gerichtet ist. Ist das ein gesunder Trend, fragt eine Teilnehmerin, dass das politische Kabarett jetzt in hohem Maße das Bedürfnis nach Transparenz und Selbstreinigung befriedigt? Im Unrechtsstaat DDR war diese Ventilfunktion ja sehr ausgeprägt. Wie reflektieren Sie in Ihrem Team zusammen mit Wagner und Uthoff auch die Frage nochmal, was soll Kabarett, was kann es, was muss es? Geben Sie uns vielleicht da nochmal Einblick in Ihre Autorenwerkstatt. Ja, also ich meine, das ist, uns geht es ja da ähnlich wie Transparency. Also wenn man jetzt da quasi im Stil des alten Kabaretts, sage ich mal, etwas ungenauer und pauschaler einfach draufhaut, dann hat man eben heutzutage quasi die falschen Freunde hinter sich. Und dieses Problem haben wir ganz ähnlich. Deswegen gehen wir so immer in die Richtung, lieber noch konkreter werden, lieber differenzierter werden, was manchmal dann sich ein bisschen reibt mit dem im Grunde Unterhaltungsauftrag. Also das ist schon eine spannende Gemengelage da im Moment. Ich glaube, der Vergleich mit der DDR, ja, es stimmt, die Satire hat eine größere Bedeutung bekommen, aber die Rahmenumstände sind doch eigentlich ganz andere. Wir haben ja keine totalitäre Gesellschaft außenrum, sondern wir haben eher vielleicht eine desorientierte Gesellschaft, wo einfach die vielen Informationen, die vielen Diskurse überhaupt nicht mehr quasi sortiert werden. Und manchmal ist es dann das Kabarett, das mit so einer differenzierten, aber trotzdem noch zugespitzten quasi Beiträgen und dann manchmal so eine Kontextualisierung von Informationen herstellt, die eben andere Formate, klassische journalistische Formate, die mehr aktualitätsgetrieben sind, oft gar nicht mehr leisten. Oder wenn, dann kommt es in irgendwelchen Dokus spät abends. Das heißt, es ist ein bisschen so ein Gegengewicht zu dieser Zerstückelung, die da und quasi übers Kabarett schafft man es dann manchmal so Themenbereiche auch ein bisschen, ja klar, ein bisschen vergröbert, aber doch in einem Kontext zu präsentieren, wie jetzt einfach mal geballt die CDU oder woran krankt es in der Pflege und da ist quasi
diese Freiheit der Satire, die nicht immer und einerseits andererseits wie im Journalismus dann oft einholen muss, sondern mal eine Erzählung ein Stück weit stark macht, die hilft manchmal so ein bisschen so ein Überblickswissen zu generieren. Und deswegen ist das dann oft so ein Aha-Effekt. Alle diese Informationen, die wir da auch in der Sendung hatten, sind ja alle nicht exklusiv von uns, sondern das haben alle fleißige Journalisten auf irgendwelchen Portalen oder Transparency und Lobby Control und Abgeordnetenwatch. Nur die haben natürlich nicht diese Reichweite. Und so sehe ich auch die Chance. Ich sehe da nicht so ein Gegeneinander, sondern eher so ein Miteinander, dass man eben viele einzelne Informationen, die Journalisten zusammentragen, quasi zusammenführt und dem Ganzen durch diese satirische Form eben noch eine größere Wucht gibt, als dass jetzt einzelne Pressemitteilungen von Organisationen oder Artikeln von kleineren oder von Zeitungen einfach haben können. Herr Kraus, eine Frage noch zur Sendung. Sie haben Armin Laschet immer mal wieder auch in den Mittelpunkt gerückt, wobei, ich traue mir gar nicht zu sagen, in den Mittelpunkt, er tauchte auf und es gab so ein paar Hinweise, aus denen man als Zuschauer, Zuschauerin schließen konnte, ja, da ist auch ein Netzwerk und ja, dieses Netzwerk, oje, wüsste man da genaueres, dann wäre es vielleicht auch kritisch, aber das wird noch genauer beleuchtet oder es ist vielleicht doch nicht so kritisch. Konnten Sie sich nicht entscheiden, da noch einen Akzent richtig zu setzen? Oder warum blieb das, jedenfalls nach meinem Eindruck, so ein bisschen in der Luft hängen? Ich habe für mich gedacht, also entweder richtig oder man hätte auch auf ihn verzichten können. Sie haben sich für diesen, aus meiner Sicht, Mittelweg entschieden. Warum? Das war ist so ein bisschen natürlich immer auch eine Entscheidung, welche Form gibt man quasi der Sendung dramaturgisch. Und wir haben uns nochmal einfach entschieden, quasi dieses Format zu wählen. Wir wetten gegen das ZDF und müssen da eine Challenge entscheiden. Und dann brauchte man im Grunde eine Figur, die so wie so ein bisschen einen Experten oder einen Notar oder wie auch immer, der quasi aus Sicht der CDU so ein bisschen beurteilt, was wir da treiben. Und das haben wir halt genutzt, um quasi die Sachen, die uns zum Thema Lobbyismus oder Korruption auch bei Laschet einfach aufgefallen sind, in so kleinen Zwischenstücken einfach zu thematisieren. Da gibt es eben auch einen Maskenskandal oder wie man auch immer das mal nennen will, dass er quasi über seinen Sohn einen Maskendeal eingefädelt hat. Dann wurde der wieder storniert. Jetzt werden trotzdem wieder Stoffmasken, obwohl die längst nicht mehr dem Standard entsprechend ausgereicht. Es gibt diese enge Verbindung zu Streeck und dieser ganzen Heinsberg-Studie. Also das haben wir schon versucht, in der Kürze aufzuscheinen. Aber klar, es fehlen, also bei Laschet jetzt wüsste ich nicht. Da haben wir im Grunde, denke ich, das Wichtigste gemacht. Aber zu Spahn gibt es noch sehr viel mehr zu sagen. Das ist schon sehr interessant, was sich da alles in den letzten Jahren ereignet hat. Die ganze politische Karriere, sein Spendendinner, das auch ganz eng mit diesen Regeln zusammenhängt, wo er sich dann mit Leuten trifft, die alle 9.999 Euro zahlen, um mit ihm dinieren zu können. Und das mitten in so einer Pandemiesituation, aber das war dann einfach ein Zeitproblem. Aber wir haben ja noch zwei Sendungen vor der Wahl. Und, ja. Genau, Sie wecken die Neugierde auf das, was kommt. Wir sind im Prinzip auf der Zielgeraden und biegen so auf die Ziellinie ein. Ich würde am Ende gern nochmal die grundsätzliche Frage zu Lobbyismus aufwerfen. Sie, Herr Kraus, haben Sie in der Sendung auch gestellt, aber meine Frage geht zunächst an Frau Mertens. In der Sendung tauchte einmal der Hinweis auf einen Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf, dass sozusagen der informelle Austausch doch auch eine wichtige Funktion hat und dass zu viel Transparenz schaden kann. Nun klingt es so, als sei der Konflikt praktisch nicht lösbar. Also entweder spricht man miteinander und es kommt nichts raus, oder man spricht miteinander und dann spricht man besser nicht mehr drüber, weil wenn man drüber spricht, dann sind sozusagen Interessen auf Kosten anderer durchgesetzt. Gibt es eine Ehrenrettung für den Lobbyismus in einer positiven Weise? Frau Mertens, ist es das, was in dem Namen Ihres Vereins steckt? Also ist alles transparent, ist alles gut, aber wie viel Transparenz ist nötig und
Wie viel ist möglich? Helfen Sie uns nochmal, das Thema einzuordnen an dieser Stelle. Ja, gerne. Ja, zur Ehrenrettung von Lobbyisten will ich auch gerne was sagen, selbst als Lobbyistin. Ich glaube, wir müssen wirklich von dieser gut und böse Aufteilung, die wir immer beliebig vornehmen und deswegen sehr viel auf der Überschriftenebene reden. Und Herr Kraus hatte das auch mal gesagt, wir müssen dahin kommen, dass wir sagen, warum ist das schlecht? Was ist dabei schlecht? Und wirklich nicht nur Halbsatz und schon grölt sozusagen die Menge und sagt, genau. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, womit ich Schwierigkeiten hätte, ist tatsächlich so komplette Transparenz, dass alle Treffen zwischen Lobbyisten und politischen Entscheidungsträgern dargestellt werden sollen. Weil wie sollte man das denn, es muss auch machbar sein. Wie soll man das darstellen? Ich habe ein Beispiel. Als mein Sohn noch in Kita war, war sein bester Kumpel ebenfalls in Kita und der Vater arbeitete im Bundestag. Ich Lobbyistin. Und die waren beste Kumpels damals. Beide Jungs, vier treffen sich im Spielplatz und wir treffen uns, der Vater und ich. Und ich bin ein politischer Mensch. Ich rede immer über Politik, auch in Privatzeit. Und automatisch rede ich über Politik und schluckte wieder runter und habe gedacht, ist das jetzt in Ordnung? Wie kategorisiere ich das? Und ich glaube, das ist sozusagen für mich ist die Grenze, wenn wir den Austausch anfangen zu zügeln. Also wenn wirklich dieser gute Austausch, wenn man miteinander redet, da aufhört. Und deswegen würde ich es eher da ansetzen an Produkt. Wenn wir tatsächlich einen Gesetzentwurf, also einen ganz kontextbezogen, wenn wir ein Produkt haben wie Gesetzentwurf, muss die Politik in der Lage sein, zu erklären, warum das so aussieht. Und da sozusagen dann rückwirkend darzulegen, so war der Prozess. Aber ich glaube, wir brauchen den Austausch. Das muss ein bisschen heterogener werden, vielfältiger. Und wenn da aber dieser legislative Fußabdruck transparenter wird, dann sehen wir auch, woran es mangelt. Ich finde übrigens auch einen Punkt, aber das können wir in einer Gelegenheit nochmal diskutieren, auch Ausschusssitzungen. Bin ich eher neigig dazu zu sagen, nö, dann werden sie tatsächlich zu Window-Speeches und man redet nicht mehr mit den politischen Kontrahenten, sondern man spricht mit den Wählerinnen und Wählern. Wir müssen immer schauen, Transparenz hat immer mehrere Wirkungen und ob das unsere Demokratie stärkt oder schwächt, das muss die entscheidende Frage sein. Herr Kraus. Ja. Wie gesagt, ich glaube, man muss eine Diskussion führen. Da ist selbst die Grundidee des Parlamentarismus ja ein bisschen unentschieden und da gibt es einfach sehr große Unschärfen über, was soll ein Abgeordneter leisten oder nicht, inwieweit ist er ein Interessenvertreter, inwieweit vertritt er alle Interessen gleichzeitig. Also diese idealisierte Form dieser repräsentativen Demokratie, die ist ja auch ein Stück weit verlogen, sage ich jetzt mal. Deswegen muss man damals sich ein Stück weit ehrlich machen. Und ich meine, früher als dieses System noch nicht ganz so unangefochten gab es Gegenentwürfe. Es gab diese Idee einer Räterepublik, wo Abgeordnete sehr viel stärker quasi rückgebunden waren. Und die Anfänge der Grünen, da war noch von einem imperativen Mandat die Rede. Das heißt, dass im Grunde Abgeordnete nur der verlängerte Arm sind der Bevölkerung. Sowas ist heute alles ebay, aber ich finde es trotzdem wichtig als Ideen, weil wir haben einfach so zwei Extreme und ich finde schon, im Moment leiden wir darunter, dass sich das zu sehr entkoppelt hat und wir müssen wieder Wege finden, das mehr zusammenzubringen und da ist manchmal auch ein Blick in die Geschichte hilfreich, also wie Demokratie, man sollte diese Demokratie bei aller Verteidigung nicht auf so einen Sockel stellen und das ist nämlich der andere Fehler, finde ich, wenn man dann aus lauter Angst vor den Angriffen von rechts dann quasi so tut, als wäre an dieser Demokratie nichts mehr zu verbessern. Und das ist sie natürlich nicht, sondern die hat auch ihre Geschichte und ihre Mängel. Und man sollte das einfach als einen fortwährenden Prozess begreifen, diese Demokratie. Und nicht als etwas, was wir jetzt haben und jetzt in der jetzigen Form verteidigen müssen, sondern Demokratie muss immer eine Fortentwicklung bedeuten. Und da gibt es einfach, die fängt eben schon bei dem Begriff des Volksvertreters und Abgeordneten an und welche Aufgaben und welche Tätigkeiten er ausüben soll und welche nicht und so weiter. Und darüber mal einfach zu reden, eine politische Debatte zu führen, wäre schon ein gutes Ergebnis dieser ganzen Skandale. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Debatte, jedenfalls für heute. Wir können immer nur bis zu einem Doppelpunkt uns voranarbeiten.
Die Debatte endet jetzt hier. Sie geht aber weiter, vielleicht bei Ihnen zu Hause, vielleicht in Ihrem Freundeskreis, am Arbeitsplatz, wo auch immer Sie mit anderen Menschen sprechen. Meinungsbildung hört nie auf und es ist auch immer wichtig, untereinander im Gespräch zu bleiben, sich zu vergewissern und nach Perspektiven zu suchen. Unser Thema heute Abend waren Korruptionsfälle und Lobbyverfehlungen. Anlass war die letzte Ausgabe der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt am 4. Mai. Sie können diese in der ZDF-Mediathek sich jederzeit anschauen. Und diese Aufzeichnung ist auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Akademie Tutzing in Kürze abrufbar. Ich danke meinen beiden Gesprächspartnern, Frau Dr. Mertens, Herrn Dr. Kraus. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, für Ihre Geduld, wünsche Ihnen alles Gute, freue mich, wenn Sie sich wieder einschalten und sage bis dahin auf Wiedersehen. Wiederschauen.